Ja. Stark, Mädel! Mädel! Ganz stark, ey. Der Marc hat jetzt noch einen Drehwurm. Ich schenke dir einen TomTom Navi zum Geburtstag, damit du den Ball findest, wo der hingeht. Jo, was geht ab, Freunde, Mädchen am Start. Herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf PNTV und es geht weiter heute mit der Kreisliga. Letzte Woche gab es ja eine kleine Pause, weil wir spielfrei hatten und jetzt haben wir heute unser erstes Spiel auf dem Ascheplatz mit den Kickers für euch und es ist kein Ligaspiel, denn wir haben heute ein Testspiel gegen die TSG Irlich. Es ist aber zugleich ein sehr, sehr besonderes Spiel, denn unser Kapitän, der Domme, hatte an diesem Tag Geburtstag und das ist zugleich sein Ex-Verein, wo er sehr viele Freunde hat und somit hat er das Testspiel organisiert. Es war eigentlich eher so ein Zufall, dass es dann genau auf seinen Geburtstag gefallen ist. Also es war ein sehr, sehr cooles Spiel, auch für beide Seiten. Also einfach ein cooles Event, weil die Jungs von Irlich spielen halt in einer komplett anderen Klasse. Also in einer anderen D-Klasse, also wir würden so gar nicht gegeneinander spielen, außer im Kreispokal und da muss man ja auch erstmal so zugelost bekommen. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache, lasst auf jeden Fall ein Like da, vergesst nicht einen Kommentar zu schreiben, ob ihr auch Ascheplätze bei euch habt, wäre interessant zu wissen und natürlich wie ihr am Wochenende gespielt habt, Freunde. Und heute gibt es zu gewinnen ein Bayern-Trikot, Freunde, ein richtig Oldschool Bayern-Trikot in dem goldenen Style. Ich glaube, das ist sogar 2004, 2005 so gewesen, mit dem alten Bundesliga-Logo noch. Deswegen bleibt bis zum Ende dran, dann könnt ihr das Trikot hier gewinnen. Ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß jetzt. Vergesst nicht ein Abo dazulassen, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Und aktiviert auch die Benachrichtigung am Handy, damit ihr immer die Meldung bekommt, wenn es ein neues Video hier auf PMTV gibt. Deswegen in dem Sinne, jetzt viel Spaß und ab geht's. Wir starten direkt mit der Aufstellung, Freunde. Es gibt ja keine Tabelle, auf die wir schauen können. Ich spiele im Tor davor die Abwehrkette wie gewohnt. Lars Akif Schunki und der Tarek. Auf der 6 haben wir den Matsche zusammen mit unserem Geburtstagskind, dem Domme. Zugleich auch Kapitän. Deswegen einmal Happy Birthday Domme in die Kommentare. Davor auf der 10 der Luca. Vorne in der Spitze spielt der Max. Links der Aldo, rechts der Siggi. Und aus technischen Gründen gibt es jetzt leider nicht die Bank eingeblendet. Ich werde euch die Jungs aber natürlich ankündigen, die dann später noch reinkommen. Im Testspiel können wir so oft beliebig wechseln, wie wir wollen. Darauf haben wir uns geeinigt, mit den Gegnern und mit dem Schiedsrichter natürlich. Und ja, auf der Bank haben wir natürlich unseren Coach, den Paul, zusammen mit unserem Co-Trainer, dem Micha. Und der Manu, unser Betreuer, ist natürlich auch mit am Start. Das war ein Spiel unter der Woche. Und auf dem Ascheplatz ist jetzt vielleicht nicht so das Gewohnste. Also ihr könnt, wie gesagt, gerne mal kommentieren, ob ihr auch noch auf Ascheplätzen spielt. Ist ja eher so ein bisschen oldschool. Und hier bleiben wir direkt in der ersten Spielminute drin. Wir machen gut Druck. Der Matsche kann den Ball hier fast schon zurückerobern. Dann ist am Ende der Luca. Der spielt den Ball wunderbar auf die linke Seite. Der Ball kommt in die Spitze, aber ein bisschen zu steil für den Max. Und es ist ein wildes Hin und Her, bis der Domme den Ball auch nicht klären kann. Und jetzt kommt hier die Nummer 13 von Irlich, lässt den Mitspieler den Ball nehmen. Und jetzt kommt der Tarek, Freunde. Wir schauen mal ganz genau drauf, spielt den Ball die Linie lang auf den Domme. Der Domme macht das hier wunderbar schön auf den Matsche. Der spielt ihn nach außen auf den Tarek, aber der Ball kommt leider nicht an. Für uns eine komplett neue Situation. Hartplatz haben wir noch nie so gespielt. Und wir versuchen hier nach dem Einwurf Druck zu machen. Irlich versucht es rauszuspielen, aber da passt der Aldo auf. Der geht hier wunderbar vorbei, spielt den Ball in die Mitte. Ist das die erste Chance? Der Ball kommt zum Siggi, der nimmt den Ball. Und die Nummer 4 kann den Ball zum Eckball klären. Also die erste gute Chance für unsere Seite. Man muss dazu sagen, ich glaube, Irlich ist in einer anderen D-Klasse auf dem 3. Platz, wenn ich mich nicht irre. Also die Jungs stehen da jetzt auch gar nicht so schlecht und hatten heute an diesem Tag aber einige Spieler nicht mit am Start. Hier haben wir den Siggi, der jetzt komplett auf der linken Seite durchgeht, lässt den Gegner schon fast stehen, also der ist auch fast ins Ausgelaufen, legt den Ball dann raus, die Flanke kommt vom Lars rein, in der Mitte ist der Aldo, aber der Torwart kann den Ball klären, da kommt der Max, probiert den Schuss, trifft ihn nicht richtig, ärgert ihn auch sichtlich und da hätte er gerne mehr draus gemacht. Und Freunde, ich schneide sowas normalerweise nicht rein, aber einmal musste ich es jetzt machen. Sorry an den Stürmer, aber das klappt auch sonst nie. Deswegen, man sieht sonst immer, wie es schief geht. Deswegen wollte ich einmal, dass man sieht, wie es klappt, wenn man den Stürmer ins Leere laufen lässt. Aber Freunde, das hat jetzt auch mal ausnahmsweise bei mir geklappt. Wir haben die nächste Szene hier. Der Tarek steckt ihn wunderbar durch auf den Luca. Da kommt der Ball wieder zum Tarek. Der kommt in die Mitte irgendwie, aber ja,
am langen Pfosten ist es der Nai, der mittlerweile im Spiel drin ist für den angeschlagenen Max. Also unsere Legende Nai Rolf ist hier auch am Start. Hashtag Kreisliga-Legende in die Kommentare. Da ist die Kreisliga-Legende, legt den Ball wunderbar in den Lauf von Luca und da ist das 1:0. Und Freunde, da zeigt der Nai, dass er unbedingt auf der Asche spielen will. Wunderbare Vorlage auf den Luca. Wir führen hier nach 23 Spielminuten und es steht 1:0 für die Kickers. Luca kann hier das Tor erzielen. Wenig später ein wunderbarer langer Ball vom Matsche hier auf den Siggi. Der macht das wunderbar, legt ihn in die Mitte. Da ist der Nai Rolf, probiert es. Der Torwart kann ihn halten und jetzt zeigt er Übersicht. Ist das gewollt, Freunde? Man weiß es nicht. Siggi steht am langen Pfosten und kann zum 2:0 einnicken für die Kickers. Und Nai Rolf, wenige Minuten auf dem Platz, zwei Vorlagen. Also ob der Ball an den zweiten Pfosten so gewollt war, ich weiß es nicht, Freunde. 35 Minuten gespielt und ich kriege hier den Ball, spiele ihn kurz auf den Matsche und wir bleiben bewusst in dieser Szene drin. Der Matsche spielt den Ball weiter auf den Luca, der macht einen Schlenzer und der Ball kommt perfekt getimed auf den Tarek. Der ist ja auch schnell wie sonst was und der macht das jetzt mit der Hacke ein bisschen zu verspielt. Der Ball kommt nämlich nicht an, Hacke, Spitze 1, 2, 3, man kennt es aber auf der irdischer Seite genauso. Domme passt auf und jetzt schaut mal hin, Freunde, wie er da durchgeht. Wunderbar, bringt den Ball in die Mitte, da ist der Siggi und der Ball kommt irgendwie zum Aldo, zack. Und es steht 3:0. Sehr, sehr unglücklich für Ehrlich die Situation, weil der Ball kommt nach dem Ping-Pong irgendwie zum Aldo. Der muss den Ball nur noch reinknallen. Es steht 3:0 und wir springen schon in die zweite Halbzeit. Wir haben hier einen Eckball, der kurz gespielt wird. Ehrlich kann den Ball nicht ganz klären. Da ist er Domme am 16er. Er bekommt den Ball, macht einen Schlenzer und bumm! Unten links in die Ecke. Der Torwart kann nur noch gucken, Freunde. Es steht 4:0. Wunderbarer Treffer vom Domme, der an seinem Geburtstag sich hier auch noch mit einem sehenswerten Treffer belohnt. War ein strammer Schuss, den, ja, auf dem Hartplatz weiß ich gar nicht, ob der so einfach zu halten ist. Könnt ihr natürlich gerne einen Kommentar da lassen. 48. Spielminute, wir erobern den Ball hier jetzt zurück. Da haben wir wieder den Domme, der den Ball auf den Yankee spielt, der mittlerweile auch im Spiel ist. Der leitet den Ball wunderbar weiter auf den Siggi. Der geht auf die Grundlinie, macht er wunderbar. Der Ball kommt in die Mitte und vermeintlich eine einfache Aufgabe für den Domme, habe ich im Spiel auch gedacht. Aber der Ball springt noch sehr, sehr unglücklich auf, also vor allem auf dem Hartplatz, wenn das ein bisschen hubbelt, ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Siggi klatscht auch da direkt ab, also gar kein Vorwurf hier an den Domme. Und hier haben wir eine Szene von Björn, ein guter Freund vom Domme. Jetzt schaut mal genau hin. In dem einen oder anderen Kreisligaspiel würden beide rot kriegen, aber wir wissen ja ganz genau, dass sie da nur Spaß machen. Und es gab für die Aktion einen Freistoß, daraus wurde aber nichts. Und jetzt probiert es hier Ehrlich mal aus der Distanz. Der Ball wurde noch vom Lars abgefällt. Ich kam nicht mehr ganz dran. Es gibt einen Eckball und wir schauen mal draus, was aus der Ecke wird. Für Ehrlich, der Ball kommt rein. Ich kann den Ball wegfausten und jetzt schaut euch das mal an. Bam, nimmt er den Volley. Und ihr habt es im Pre-Intro gesehen. Da haben sich einige gefreut, dass das eine Kiste gibt. Aber ich glaube, der ist nicht ganz über den Zaun gegangen. Sehr, sehr ärgerlich für die Ehrlicher Zuschauer. Hier haben wir wieder den Yankee, der den Ball wunderbar links auf den Flügel spielt. Da ist der Domme, der jetzt wieder hier vorbeigeht an Freund und Feind, geht auf die Grundlinie. Der Ball kommt an den zweiten Pfosten. Da ist der Tarek. Der nimmt ihn einmal an und zack, schießt. Wunderbar. Also da war so viel Kraft hinter, dass der Torwart da, glaube ich, auch nicht viel machen konnte. Wir schauen nochmal drauf. Der Domme macht das wunderbar hier auf der linken Seite, geht auf die Grundlinie und mit seinem vermeintlich schwachen Fuß kommt die Hereingabe. Wunderbar, Tarek, Mutterseelen allein. Der hätte noch sogar ein paar Schritte gehen können, entscheidet sich für den Schuss und macht den Ball rein. Es steht 5:0, also für uns läuft es hier richtig gut. Und die nächste Aktion haben wir mit dem Marc, der jetzt zu uns gewechselt ist. Der darf vorerst mal nur Freundschaftsspiele machen. Der darf dann im nächsten Jahr voll angreifen. Spielt den Ball auf den Siggi, der geht hier vorbei, ist jetzt in zentraler Position, schießt, aber der Ball geht drüber. Das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen, wenn er reingegangen wäre. Und man sieht schon, wir haben hier alles gegeben, mittlerweile auch im Spiel der Marco auf der rechten Seite, der Bernd auf der 6. Also wir haben da munter durchgewechselt und der Tarek hatte auch nochmal Bock, Freunde. Treibt da den Ball wunderbar, spielt ihn raus auf den Nai, der spielt ihn wieder zurück, der Tarek versucht zu schießen, der Ball kommt irgendwie zum Siggi und der Ball landet im Netz. Siggi schnürt hier seinen Doppelpack, es steht 6:0. Also wir konnten uns da echt nicht beschweren, das Spiel lief richtig gut für uns. Und hier haben wir jetzt den Bernd auf den Tarek. Das ist einfach vielleicht der Spielzug des Tages mit der Hacke. 1, 2, 3, hier klappt einfach alles. Der Tarek dreht nochmal ab, spielt ihn zurück auf den Luca. Der geht ins 1 gegen 1 und er schießt. Und am Ende ist der Max, der wohl noch dran war. Ich weiß nicht, ob es dann abseits wäre. Aber mit diesem 7:0 ist das der Schlusspfiff. Wir gewinnen und
Ja, ich denke, das geht am Ende klar, aber es hat auf jeden Fall Bock gemacht, gegen die Jungs zu spielen. Ihr seht auch, wie am Anfang nochmal das Foto. Ich denke, das zeigt einfach, dass Fußball verbindet. Hat echt Spaß gemacht bei den Jungs aus Oerlich. Könnt die Jungs auch gerne auf Instagram abchecken. Habe ich jetzt auch nochmal unten verlinkt in der Videobeschreibung. Lasst den Jungs einen Gruß da. Hashtag Kreisliga Legendenfreunde. Falls ihr das Bayern-Trikot gewinnen wollt, ganz einfach folgt uns und den Kickers hier auf YouTube. Einfach kostenlos abonnieren. Lasst ein Like auf diesem Video da und schreibt einen Kommentar mit eurem Instagram-Namen und warum ihr unbedingt das Trikot gewinnen wollt. Ganz einfache Sache. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut und ciao.